Seit knapp einem Jahr ist al-Sisi der ägyptische Präsident. Ist er der Richtige, der den Ägyptern zu mehr Freiheit und Wohlstand verhilft und uns gleichzeitig ein entspanntes Urlaubsland garantiert? Immerhin hat al-Sisi die Befahrbarkeit auf dem Suezkanal für die Handelsschiffe verbessert und nach einer Wirtschaftskonferenz viele ausländische Investoren aktivieren können. Frau Merkel hat sich entschlossen, mit dem Staatschef ein Treffen auf deutschem Boden zu vereinbaren, welches mit allen militärischen Ehren erfolgte. Für sie ist Ägypten ein wichtiger Partner für den Frieden im Nahen Osten. Auf der am nächsten Tag durchgeführten Pressekonferenz erwähnte Frau Merkel, dass sie sich nicht in allen Punkten, wie zum Beispiel den ausgesprochenen Todesurteilen, einig sind. Ägypten hat eine andere Verfassung, die man zunächst akzeptieren muss, aber es sollen ja noch viele andere Treffen folgen. Den Kampf gegen den Terrorismus wollen sie aber gemeinsam gehen. Wir trafen eines der beliebtesten ägyptischen TV-Journalisten, Ahmad Musa, dort. Welche Erwartung hat er hier von seinen deutschen Kollegen? Ich erwarte, dass wir zusammen den Terror besiegen. Ein anderer Journalist, Yusuf Al-Husseini, zum Thema: Es wäre wünschenswert, wenn deutschsprachige und arabische Medien zusammenarbeiten würden. Das Volk in Ägypten, was ich kenne, ist der Meinung, und ich sehe Fortschritte, dass Sisi das Land aufwärts bringen kann. Im Moment gibt es niemand Besseren. Hani Azer, der Architekt des Berliner Hauptbahnhofes: Ich bin mir sicher, dass nun die Zukunft für die deutsche und ägyptische Zusammenarbeit boomen wird. Tatsächlich konnte Siemens den größten Einzelauftrag in seiner Geschichte verzeichnen und somit war das Treffen ein großer Erfolg. Und wie sehen die Kleinsten denn die Aufgabe als Sisis? Er passt immer auf die Pyramiden auf und er ist ans Deutschland gekommen. Hallo Sisi. Schön, dass du da warst. So, und wenn Sie mal da sein wollen, wo ihr herkommt, haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu. Das Beach Albatros Resort in Hurghada hat uns zweimal einen Hotelgutschein für jeweils zwei Personen zur Verfügung gestellt. Zur Teilnahme müssen Sie uns lediglich folgende Frage beantworten: Wie warm ist es in Hurghada im Durchschnitt im November? Sind es A. 7 Grad, B. 16 Grad oder C. 28 Grad? Schreiben Sie uns einfach die richtige Antwort per Mail an info@mediagarant.com. Mit etwas Glück gewinnen Sie sogar den passenden Flug noch von Berlin aus dazu. Diesen hat uns das Reisebüro Go Holiday Tours in der Kurfürstenstraße, Ecke Budapester Straße, zur Verfügung gestellt. Das Reisebüro mit kompetenter Beratung und super günstigen Preisen. Viel Glück!